Ja, hallo ihr draußen. Ich nehme jetzt mein nächstes Video auf und ich habe gerade so einen Scheiß gebaut, ne? Ich habe die ganzen Bullen abgeknallt, da sind noch welche gekommen, aber ist ja egal. Wir sollen jetzt zu uns zurückfahren, glaube ich. Ja, genau. Ich bin immer noch gesucht, das ist voll scheiße. Umziehen soll ich mich auch noch? Ach Gott. Es geht bestimmt von allein. Ich gehe ja wieder schlafen irgendwann, wenn man im nächsten Kapitel ist. Und dann ziehe ich mich eh wieder über was anderes an, obwohl ich ja immer noch die Lederjacke anhab. Aber egal. Wie immer, egal. So. Gott, wie weit ist denn das noch? Mann. So. Sind wir da? Und ich muss wirklich Auto fahren. Mann. Piss dich. Weg. So. Jetzt. Die Garage oder was? Ah, okay, ja. The streets are full of criminals these days. Yeah, the neighborhood ain't what it used to be, huh? So, wie geht das jetzt? Ich fahr hin und muss tuten, oder? Immer. Geht nicht. Warum nicht? Was stand da? Your currently vehicle? Was? Ist doch scheiße. Hallo. Mach auf. Los. The garage is empty. Also ist sie leer. Also kann ich rein. Also lass mich rein. You're currently vehicle. Oh Mann, immer geht's weg. Ist doch scheiße. Communication, ne? Ist auch so. Ich stell mich jetzt gerade davor. Was war das? Schnitt. Nö. Egal. Mann. Warum steht denn jetzt in der Pulle? Was ist das? Halt's Maul. Verpiss dich, du Bastard. Aus. Tschüss. Ich hab mein Auto geklaut. Oh nein. Mann, bei GTA hätte ich jetzt einen Schädel eingeschlagen bekommen. So, jetzt aber. Los. Auf. Aufmachen. 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 Das ist doch scheiße. Nur weil es ein Bullenauto war. Ach du Kacke. So, soll ich jetzt bei Joe gehen oder wie? Okay. Hä? Wie ist denn der jetzt reingekommen? Ist doch scheiße. Joe, ich bin vor dir dahin. Auch wenn ich irgendwie nicht bei dir wohne oder so. So. Keine Putzfrau hier. Direkt in die Wohnung. Was? Also, okay, ich hole mir was im Kühlschrank. Das muss ich dir ausdrücken. Eigentlich so ein Playboy-Heft. Hier ist doch irgendwo eins. Wo ist das wohl? Wo ist das? Auf dem Klo. Nö. Kann ich da was holen? Nö. Mist. Das ist hier irgendwo, ich weiß genau. Close the door. No. I don't want to close the door. Das ist hier nicht. So scheiße. Warum ist denn hier das nicht? Mann. Da war gerade was. Ah, cool. Cool, ich kann das anmachen. Boah, wie cool. Okay, ich hole mir ein Bier. Bottle of cold beer. Bin ich jetzt besoffen? Ja, bin ich. Nach einem Bier. Oh Gott, verträgt ja gar nichts. Jetzt gehe ich schlafen. Oh, cool, neuer Erfolg. Yeah. Und Kapitel 3. Februar 1945. Okay. Der ist ja schon wieder nackt. Ich glaub's nicht. Sowas geht nicht. Nein, sowas geht nicht. Telefon. Rangehen. Joe's pleasure, pal. It's Vito speaking. Vito, why didn't you come home last night? I was worried sick. Mama? Mama? I didn't know you had Joe's number. And whose phone is this? So have you spoken to Mr. Pappalardo? Find yourself a job? Yeah, he told me to come by and see him today. Hopefully he's got some work for me. Okay, Vito. Good luck, mio bambino. All right, bye, Mama.
Oh, die Mutter geht mir echt auf den Sack, ne? Irgendwann, dass ich alles super mache, dass ich mir eine Arbeit suche. Ich hab da keinen Bock drauf. Ist doch scheiße. Ja, tschüss, Joe. Die Putze ist wieder da. Wow. Was geht denn hier? Mann, oh Mann. So. Welches Auto? Ah, genau. Jetzt ist mein Gesuchtschild weg. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Das Auto ist zwar noch gesucht, aber ich bin nicht mehr gesucht. Ich hab sowas von genau gewusst, dass wenn ich mir genau dasselbe anziehe, nur in einem neuen Kapitel, dass ich dann nicht mehr gesucht bin. Ich hab's gewusst. Ich bin allwissend. Ich wusste es. Stirb! Okay. Wo muss ich hin? Ich muss zu diesem komischen Vollidioten, der mir einen Shop gibt. Okay. Shop suchen. Oh ne, ich bin doch ein Mafia-Boss oder so, was ähnliches. Ich brauche keine Arbeit. Ich bin Gott. So. Oh, ich hasse diese Straßen. Es ist doch nicht bald Sommer. Ist doch zum Kotzen, ey. Voll die Scheiße. Piss dich. Gott, ist das unangenehm. Dann fahren wir mal. Ja, okay, hier muss ich entlang. Mann, ist diese Fahrerei. Los, alle weg, ich will frei bleiben. Weg, ihr Opfer. Krass, ich fahre. Wie fahre ich? 140, okay. Weg, alle weg. Ja, cool. So, ich muss. Muss ich rechts? Nö. Ach, scheiße, egal. Schon stimmt. Ah, okay, passt schon. So, das Auto muss jetzt nicht direkt in den Arsch gehen. Also, fahr ich mal. Okay. Das soll ich nicht, egal. Fahr ich mal etwas vorsichtiger. Verpisst euch! Verpisst euch! Ich bin hier der Boss! Weg! Okay, wo muss ich jetzt hin? Hier rein? Hä? Wie? Oh! Scheiße! Egal! Weiter! Zwei! Ah, okay! Oh! Cityport! Das ist ein Hafen, oder? Bist du nicht am Hafen? Ich bin doch kein Kistenschubser. Bin ich ein Kistenschubser? Ich bin doch kein Kistenschubser. Ist doch scheiße. Mann. Videosequenz. Natürlich, er liest Playboy. Was denn sonst? Close the door. It's windy. What do you want? Yeah, I'm looking for a Mr. Papalotto. Oh, yeah? Why? My name's Vito Scaletta. My old man used to work for him, and I'm looking for a job, so I came here. Well, oh, sorry, das war gerade mein Lautstärke. Ich habe beim Video überhaupt nichts verstanden. You can call me Derek. I think I remember your dad. Good guy, but drank like a fish. What's he up to these days? He's dead. Oh. Well, we all gotta go sometime, right, Steve? Sure, Derek. So you need a job, huh? Well, you're in luck. We just got a new shipment to unload. Steve will show you around. Now scram, my steak's getting cold. Follow me. So, ich glaube, nachdem ich dem gefolgt bin, mache ich dann einen Schnitt. Nur noch zur Info, ich habe nachher, irgendwann habe ich mal geschnitten. Also ich habe ja schon vorgespielt, habe das alles schon bearbeitet. Nur ich habe später irgendwann mal geschnitten und wenn man die Treppe runtergeht, also bevor man die Treppe runtergeht,
Ach, jetzt mal Spaß. Bevor man die Treppe runter geht, ist geradeaus links irgendwo noch so ein Playboy-Heftchen. Das habe ich gefunden, das habe ich rausgeschickt. Okay, ich glaube, dann mache ich hier einen Schnitt oder so. Oder was für Kisten muss ich reintragen? Na gut, 10 Minuten sind schon angebrochen, von daher mache ich jetzt einen Schnitt am besten. Ja, gut. Man sieht sich dann im nächsten Part. Ne? Haut rein, Jungs und Mädchen. Diesmal sag ich's. Ciao.